Hallo Leute und herzlich willkommen. Ich wünsche einen boytastischen Tag zu einer weiteren Folge. Philly Boy. Warum weinen wir, Mary Boy? Ich weiß es nicht. Das Ganze erfahrt ihr wie immer nach dem Intro. So, willkommen zurück, meine lieben Boys da draußen. Wir haben heute eine sehr traurige Nachricht, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Und wahrscheinlich wissen es auch schon einige oder sehr viele von euch. Es geht um unseren geliebten Boycraft-Server, den heiß geliebten Boycraft-Server von vielen von uns. Aber einige unter uns lieben diesen Server wohl nicht so sehr, wie wir ihn lieben. Denn es ist Böses passiert, Leute. Ich war ja sehr viele Tage nicht immer so wirklich online auf dem Server, denn ich habe viel zu tun da draußen in der weiten Welt des Grauens. Die Welt ist echt ungerecht. Und ihr seht jetzt schon, Alter, was ist damit passiert? Was ist mit dem schönen Hotel Schimmelpilz passiert? Oder wie hieß das Hotel? Ich weiß selber gar nicht mehr. Doch, Hotel Schimmelpilz. Jetzt, ich glaube, das Hotel wurde von einem Schimmelpilz befallen, Leute. Ach, Mann. Eine dunkle Macht. Also irgendjemand da draußen, ich würde mal sagen, irgendein böser Boy da draußen, ab heute bist du auf jeden Fall kein Boy mehr, denn du hast hier sehr viel zerstört, nicht nur dieses Hotel, auch in der Hauptwelt, in Boy City, Boy Town, wurde viel zerstört oder einiges zerstört. Ich weiß nicht, wie du es angestellt hast und ich finde es auf jeden Fall nicht löblich von dir da draußen. Auf jeden Fall weißt du schon, wen ich meine. Du fühlst dich wahrscheinlich jetzt angesprochen, du böser Boy. Ach, auf jeden Fall bist du kein Boy mehr. Ja, Leute, da draußen... Das ist zerstört, dieses wundervolle Gebäude, und das alles wiederherzustellen, das würde ein wenig Arbeit in Anspruch nehmen, und diese Zeit, das alles wiederherzurichten, habe ich nicht. Und vor allem, das Wichtige dabei ist, ich habe einfach nicht mehr die Motivation, denn wenn es Leute da draußen gibt, die sowas antun, die diesen geliebten Server, den viele Menschen da draußen lieben, und viele haben hier mitgewirkt. Ja, Mary Boy, was möchtest du uns beitragen? Ich wollte sagen, dass ich den Server lieb gewonnen habe. Also, der Server war echt gedacht... als Community-Server für alle Boys da draußen, die mich mögen oder die einfach mal mit mir zusammen mal eine Runde zocken möchten, die vielleicht mal mit mir, ja, Spaß haben möchten oder einfach mal chillig hier irgendwas bauen wollen, ein bisschen Wirtschaft miteinander handeln, betreiben. Ja, Mary Boy stimmt mir die ganze Zeit hier zu und schüttel den Kopf. Auf jeden Fall war das echt als friedliches, harmonisches Projekt gedacht und vielleicht, dass man so ein bisschen Konkurrenz betreibt, weil man, oh ja, ich bin ein bisschen reicher als du, bla bla bla, ne, so ein bisschen Späßchen halt. Aber im Grunde war das alles so gedacht als Community-Projekt, als Server, wo man echt Spaß haben kann. Aber einige Menschen, es fing alles schon an mit jemandem, der einfach mal alle Türen protected hat. Ja, du weißt, wen ich meine. Im Nachhinein habe ich dir so halbwegs verziehen, ne? Vielleicht warst du ein bisschen crank so an dem Tag und dachte dir so, yo, lust du, ich mach alles kaputt. Und vielleicht war ich auch wie heißt es? Hatte ich ein zu großes Herz und hab dich wieder entbannt. Aber damit fing das alles so an und dann kamen wieder einige Sachen dazu, wie zum Beispiel jemand, der einfach mal mit den Schneemännern ein bisschen rumexperimentiert hat und alle Schneemänner, oder ganz viele Schneemänner in der Welt platziert hat. Und damit die ganze Boytown World hat alles mit Schnee voll gemacht. Auf jeden Fall fand ich das auch nicht so cool. Ich meine, es ist jetzt nicht, das zerstört nichts, aber es ist halt nervig, weil alles mit Schnee zugeballert wird. Ja, und jetzt sowas hier. Dass einfach mal der Server so attackiert wird und einfach zerstört wird. Also ich finde es einfach nicht nett. Und derjenige, der das war da draußen, der kann sich echt mal schämen. Du hast sehr vielen Menschen da draußen... du hast sehr vielen Menschen Spaß weggenommen. Also wir hatten echt viel Spaß hier. Einige waren echt hier tagtäglich auf dem Server, hatten Spaß, haben viel unternommen, haben einfach richtig viel hier mitgemacht und haben, ja, konnten ihr Leben leben hier in Boycraft, ihr friedliches Leben. Wie zum Beispiel der rote Ninja. Okay, vielleicht warst du es auch. Oh nein, vielleicht warst du es. Oder wie zum Beispiel der The Hunter HD... Oder weitere, Yoshi vor allem, Volvic Crasher, Panda Place, Durim, wer auch immer. Also, Entschuldigung, wenn ich dich nicht aufzähle, ich habe jetzt nicht alle im Kopf. Der gute Real Rex, der Christ MC, der hier sehr viel mitgebaut hat, der eigentlich hier wirklich viele Gebäude gebaut hat, wie hier zum Beispiel, oder dort hinten, der mit mir zusammen dieses Hotel gebaut hat. Und es tut mir auch leid, ja, dass dieses Hotel zerstört wurde. Und... Er hat mir auch gesagt, er hat auch nicht mehr so wirklich Lust jetzt auf diesem Server, hat nicht mehr so viel Spaß dabei, hier alles aufzubauen, wieder aufzubauen und einfach dann wahrscheinlich wieder enttäuscht zu werden von anderen Spielern. Und ja, was will ich euch damit sagen? Ich möchte euch damit sagen, der Server ist jetzt gerade geschlossen worden von mir oder wird gleich geschlossen, aber zum Zeitpunkt des Videos ist er schon geschlossen, das heißt, ihr könnt nicht mehr joinen, Leute. Tut mir wirklich leid, falls ihr jetzt das Ganze erst entdeckt und sagt, wow, der Server ist richtig cool, ich möchte mitspielen. Tut mir leid, der Server wird jetzt gleich geschlossen von mir. Und ja, vielen Dank an die ganzen Leute, die das hier unterstützt haben, dieses Projekt, und einfach mal mitgespielt haben und ja, freundlich mitgespielt haben und nicht so wie andere Menschen einfach mal Mist gebaut haben und den Server zerstört haben. Vielen Dank da draußen und vielleicht werden wir
irgendwie mal so ein Boycraft 2.0 starten. Aber ich brauche jetzt erstmal ein paar Tage, ein paar Wochen Zeit, um sozusagen in mich zu gehen, mal wieder was anderes zu machen und vielleicht darüber nachzudenken, was mit Boycraft passieren wird. Ich werde diese Welten auf jeden Fall nicht löschen. Das heißt, man kann sie in Zukunft wieder betreten oder kann eventuell einige Gebäude daraus verwenden, um andere Sachen zu machen oder einen neuen Server zu starten. Fand ich auf jeden Fall sehr cool, dieses ganze Projekt, und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber, naja, wie das Schicksal so wollte, oder einige böse Spieler wollten einfach mal, dass der Server nicht mehr weiter besteht. Ja, und deswegen musste ich kurzerhand alle Reißlein ziehen und den Server schließen. Denn ich habe auch nicht so viel Zeit mehr, dieses ganze Serverprojekt hier zu betreuen. Es ist echt groß geworden, umfangreich. Und ja, deswegen tut mir leid, Leute. Es tut mir so leid. Es tut mir ehrlich leid, Leute. Mann, Mary, erzähl auch mal was. Mir hat's auch sehr Spaß gemacht. Ja, ne, das war echt cool, weil wir haben... Es tut mir auch leid und... Der sollte sich wirklich schämen. Ich konnte echt viel mit Maryboy hier. Ich meine, Maryboy und ich haben ja den Grundstein dieses Servers sozusagen gelegt an irgendeinem Nachmittag, Sonntag, Nachmittag. Heute ist auch Sonntag. Und ja, hatten richtig viel Spaß dabei. Hatten uns so vorgestellt, ja, cool, dann bauen wir hier noch ein Haus hin und dann kommen ganz viele Spieler drauf. Und ja, so, wir haben echt an ganz viele anderen Menschen gedacht. Und dass wir gemeinsam hier Spaß haben werden. Und tja, irgendwer hat es einfach mal alles zerstört. Alles zerstört! Ich meine, der Server besteht ja echt noch, hier ist noch viele Gebäude noch da. Man könnte jetzt auch sagen, okay, wir reißen das Hotel einfach komplett ab und alles, was anders sonst noch zerstört wird. Aber es gibt viele weitere Fehler hier auf dem Server, die man noch ausnutzen könnte. Und deswegen werden wir jetzt einfach mal kurz anschließen. Und ja, Leute, es tut mir echt leid. Es tut mir leid. Es muss Konsequenzen dafür geben. Dass wir genau, es muss Konsequenzen geben. Ihr müsst lernen, oder die einigen, die sowas zerstören müssen, lernen, dass man sowas nicht duldet und sowas nicht durchgehen kann. Und vielleicht werden wir, wenn es nochmal so ein Serverprojekt gibt, vielleicht werde ich nicht den Fehler machen und es für alle öffnen, sondern werde doch nur eine Whitelist einführen und nur Spieler drauflassen, bei denen ich mir sicher sein kann, die in Ordnung spielen, also die normal spielen und nichts kaputt machen. Ich meine, so ein Späßchen nebenbei ist ganz witzig, wenn man mal so einen TNT hochgehen lässt irgendwo, aber wenn man ganz viel zerstört, das geht echt nicht, Leute. Das geht nicht! Schämt euch! Ja, ich wollte euch noch sagen, falls ihr mich jetzt deabonniert, weil ihr mich nur wegen Boycraft abonniert habt oder so, dann habe ich nichts dagegen. Ich würde euch sogar bitten, falls ihr nur wegen Boycraft hier seid und mich abonniert habt, dann ja, deabonniert mich gerne, denn es wird jetzt demnächst nicht mehr wirklich Videos über Boycraft geben. Ich weiß noch nicht, was jetzt folgen wird, so ich mache ein paar Tutorials oder so. Kein Plan, wieder ein bisschen PvP, ein bisschen andere Action. Vielleicht spiele ich mal ein paar andere Spiele. Auf jeden Fall wird es die nächsten Tage jetzt keinen Boycraft mehr geben. Vielleicht, wenn ich irgendwie mich entschieden habe, was aus dem Server wird, oder vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen, dann schreibt es doch mal in die Kommentare, dann werde ich mal wieder ein Video machen. Ja, Leute, tut mir wirklich leid. Und ich würde sagen, hip hip, Boycraft, nein. Ich würde sagen, ja, wir sehen uns in einer weiteren Folge, wenn ihr denn möchtet. Und das war's für heute. Tut mir leid, Leute. Und ich werde den Server jetzt schließen. Macht's gut. Bleibt mir treu. Euer Philly Boy. Haha, mal verkehrt rum. Tschüss, Mary. Willst du auch tschüss sagen? Warum guckst du da rum? Ach, Leute. Das ist echt traurig. Ich gehe jetzt heulen. Tschüss. Ciao.